Ich bin's und ich wollte noch was machen. Und zwar bin ich noch nach mehr gefragt worden. Und zwar nach den Stencils, die wir haben im Programm von Sweet Poppy. Die neuen, die wir auch drin haben. Da haben wir so ein Mandala. Kann man ganz toll was machen. Und die Echinacea und die Tulpen. So. Und ich dachte mir, wir könnten ja auch mal wieder mit dem braunen Kräuterstock was machen. Das ist das eine. Dann würde ich dazu meine Prismacolor nehmen. Und dann könnte man zum Beispiel auch eine ganz simple Karte machen mit dem Mandala. Dann nehme ich den ganz normalen Mixed Media von Lavinia. Schnell das weglegen. Und ihr wisst ja, das sind Metallschablonen. Die gehen da oben auf immer. Holen wir uns raus. Und so würde jetzt das Mandala ausschauen. Ich hoffe, dass man was sieht. Und ich finde das ganz toll, wenn man sich das so halb anlegt. Zum Beispiel jetzt. Also nur die Hälfte von dem Mandala nimmt. Dann brauche ich mein Tape, dass wir das abkleben. Von alle Seiten, weil wir nicht auf die Karte schmieren wollen. Nur aufpassen, dass wir nicht in das Mandala reinkleben, sondern dran vorbei. Und dann hier oben noch. Und dann könnte man sich jetzt jedem ja überlassen, welche Farben er nehmen will. Also ich mag ganz gern, das wissen auch viele, zum Beispiel diese Kombi aus Türkis und dem hellen Grün würde ich jetzt auch nehmen. Muss ich mir nur nochmal die Stempelkissen zusammensuchen. Einmal das Grün und einmal das Türkis. Schwuppidiwupp. Das hatte ich nämlich gerade im anderen Video im Gebrauch. Aber wir haben ja alles hier liegen. So, und dann brauchen wir einmal den grünen und einmal den blauen. Machen wir schnell sauber. Weil ich hatte ja gerade das Dunkelblau für meine Tags und jetzt nehmen wir das Türkis. Streiche ich, normal mache ich es im Deckel. Und jetzt habe ich es so gemacht. So, da gehe ich jetzt am Rand entlang. Ganz leicht. Immer nur ganz leicht. Und das ist der Grund, warum ich es auch gerne eben abklebe, damit man nicht da oben dann in die Karte reinkommt, sondern eben schön das abgedeckt ist und die Karte dann sauber bleibt. Ein bisschen was, jetzt machen wir es wieder so wie immer in den Deckel rein. Da bleibt nämlich die Farbe erhalten. Ja, noch mal ein bisschen drüber. Da noch ein bisschen so. Dann wechseln wir auf das helle Grün. Ich finde, die Farbkombi schaut immer ganz cool aus. Bei Lavinia, wenn ihr mit Lavinia arbeitet, dann nimmt man das Mermaid und das Lime. Und wie ihr seht hier, das ist so ein richtig schönes helles Grün. Ein bisschen den Deckel ab. Und dann da drüber. Und das ein bisschen mischen. Noch ein bisschen drauf.
ein bisschen auf das Blau auch und da in die Mitte rein. So, das wäre es jetzt mit dem Mandala zum Beispiel. Also im Endeffekt, ihr braucht nicht viel, aber es hat halt dann wirklich einen schönen Effekt. Ich habe ja auch bei Facebook schon ganz oft Karten, was wir gemacht haben, gepostet mit den Stencils und ich finde die halt wirklich toll. So, nehmen wir runter. Würde jetzt ebenso ausschauen. Und dann könntet ihr, wenn ich es jetzt finde, und meistens finde ich es nicht, wenn ich was zeigen will, mein glitzerndes, transparentes, wo habe ich das hin? Habe ich natürlich jetzt wieder, das ist das Weiß, ganz hinten, könntet ihr jetzt, weil es ja noch feucht ist, zum Beispiel Embossing drüber tun. Ich nehme jetzt das Transparente. Tu das noch ein bisschen drüber schütten. Ich finde, das hat dann noch mehr Effekt. Tu da runter. Das seht ihr von der Seite her. Das Embossing. Ich klopfe dann immer hinten noch ein bisschen drauf. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht auf die schmutzige Schablone lege. Die kriegt ihr ganz schnell wieder sauber mit einem Feuchttuch. Mache ich auch gleich. Mal schnell weg, damit bei der Glitzerpartikel drin sind, neben Isabel, dass ja nichts rumfliegt, weil Husten haben wir ja leider schon, wie ihr hört. Bei dem Wetter mal schön, mal nicht schön. Mal schnell zumachen. So. Und dann geht er einfach drüber. Entschuldigung. So, Entschuldigung fürs Lautsein, gehört aber leider dazu. Da seht ihr das, das glitzert und glänzt. Und dann könntet ihr jetzt zum Beispiel hier noch einen schönen Spruch hin stempeln und das ein Stück abschneiden, dass es auf eine A6-Karte passt. Und dann habt ihr eine schöne Karte. Jetzt mal als Beispiel nur mit dem Mandala. Machen wir die schnell sauber. Einfach drüber gehen, abwischen und schon habt ihr die wieder gebrauchsfertig. Und das Schöne an denen ist halt, dass die aus Metall sind. Das heißt, ihr müsst nicht ewig warten, bis getrocknet ist und mit den Tüchern auf dem Plastik. Da verbiegt sich auch immer was und hier habt ihr eben das dann nicht. Das wäre jetzt das mit dem Mandala, was ich zeigen wollte. Also ich finde, das hat was. So dieses Glitzern. Mit einem schönen Spruch. Kann man ja schnell schauen, ob ich einen hier habe gerade. Gute Laune und Sonnenschein. Das Licht wieder runter. Schnell schauen, wo meine Pleck ist. Natürlich wieder irgendwo hingelegt. Die ist da oben. Und wie gesagt, so im Endeffekt schwarz und weiß in Anführungsstrichen. Jetzt runterstempeln. Funktioniert. Brauchte eben nicht mehr viel. Will ich jetzt hier so in die Mitte rein stempeln. Und dann habt ihr ein Kärtchen. Mit 1, 2, 3 Stempelkissen. Also wirklich schnell gemacht. Das
das war jetzt ein Beispiel, nachdem ich ja bei Facebook gefragt wurde, wie könnte man mit den Stencils arbeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel clean und simple, eine schnelle Karte. Da ich jetzt das oben drüber weg, weil es ein bisschen feucht ist und bubbelt. Und dann hatte ich ja gesagt, man kann auch mit den Stencils schön auf braunem Cardstock arbeiten. Da würde ich jetzt die Tulpen nehmen. Holt euch einfach raus. Unser Hund stellt schon wieder Plätzchen an. Einmal rauf, einmal runter, einmal hin, einmal her. Hättet ihr hier den Stencil, klebt er euch auch wieder so ein bisschen an. Ich habe das jetzt nass gemacht, das Tape, nicht so gut, dass euch das halt nicht verrutscht, wegen dem Cardstock, der unten drunter ist. Ich habe das jetzt, wie ihr gesehen habt, ein bisschen reingeschoben, weil der genauso groß ist wie der Stencil. Mal rundherum. Ich muss nur kurz Isabel noch mal hinsetzen. Habe ich vergessen, bevor ich mich hingesetzt habe, war wieder mein Kopf schneller wie alles andere. Macht aber nichts. Bin in 2 Sekunden da. Und nur aufpassen, Hund liegt hinter mir, der andere Hund liegt da. Vorsicht, mein Schatz. Dein Computer weg. Du mit deinem Husten. Feste Husten? Nein. Dann ist ja gut. So, alles gut? So, und könnt ihr jetzt als Beispiel, haben wir ja festgeklebt, bin wieder da, einen Bleistift nehmen und dann geht ihr in diese Tulpen rein und zeichnet euch die nach. Und natürlich außenrum auch. Hier entlang. Da beim Stängel. Herunter. Dann habt ihr hier das Blatt. Jetzt blöd da immer zu reden, ihr seht ja, was ich mache. Und dann würde ich den Kreis natürlich auch noch machen, außenrum, weil der gehört ja zu den Tulpen dazu. Da die Tulpe. Die. Die andere habe ich ja, glaube ich, sogar gestern im vorgestern im Live gezeigt, die ich mit den Tulpen gemacht hatte. Müsst ihr mal schauen. Habe ich nämlich im Endeffekt schon verschenkt. So wie das ich alles hatte. Rum. Nächste Blatt. Stängel, Tulpe, Stängel. Da geht der Kreis her zu Ende. Dann brauchen wir die Tulpe noch.
Also ihr könnt ganz viel mit diesen Stencils eigentlich machen. Müsste ich jetzt nee, da drin gehen. Lucky, gib Ruhe. Schluss jetzt. Psst. Lass Hanni in Ruhe. So. Müssten wir eigentlich haben. Ziehen wir es ab. Legen wir schnell darüber und dann schauen wir. Und dann seht ihr, dass ich hier vergessen habe runterzufahren. Macht aber nichts. Wenn es nicht so blenden würde, würde es überhaupt nichts machen, aber es blendet absolut das Licht. Ein bisschen weg. Fahren wir einfach jetzt so nach. Ist halt nicht mehr ganz so rund, macht aber nichts. So, durch das schöne Licht. Aber ansonsten habt ihr alles. Und dann würde ich jetzt meine Prismacolor hernehmen und mir Farben aussuchen, die ich dafür schön fände. Ich finde zum Beispiel Lila und ein schönes Pink. Das würde gut passen. Oder aber Gelb und Orange. Nehmen wir dafür Gelb. Das Dunklere noch probieren. Welches Orange nehmen wir jetzt? Würde ich jetzt mal so sagen. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Du bleibst da. So. Jetzt muss ich echt schauen, wegen dem Licht, weil das absolut blendet. Mich zumindest so. Würde ich jetzt hier so die Tulpe nachfahren. Hier geht es ein bisschen hoch und hier wieder entlang runter und dann von der Seite her da auch noch mal die Tulpe. Jetzt gehen wir mit dem bisschen dunkleren Gelb danach. Und hier dasselbe. Würde ich ein bisschen mischen mit dem hellen. Und hier auch so ein bisschen am Rand. Hier auch gleich drüber gehen. Nehmen wir noch mal das Dunkle. Hier auch noch mal. Nochmal den ganz dunklen Orange.
dann habt ihr eine schöne Tulpe in Anführungsstrichen. Ein bisschen mischen so an der Seite und ich würde jetzt hier bis runter gehen, weil die Tulpen sind ja ein bisschen bauchiger. Und mal hier verbinden. Nehmen wir noch mal das Gelb. Dann hättet ihr jetzt hier so eine Tulpe. Könnt ihr natürlich mit Weiß noch arbeiten, die habe ich jetzt nicht rausgeholt. Oder aber ihr sagt, ihr wollt mit dem Lila arbeiten. Erstmal schauen hier, weil ich sehe es definitiv fast nicht. Gibt's doch nicht. Irgendwie mit dem Licht, das mag nicht. Sehe ich so jetzt besser auch nicht. Wenn ich es hochhalte. Mit dem Dunklen drüber. Hinein und dann könnt ihr mit dem Hellen drüber gehen. Und hier. Würde ich fast noch eine hellere Pink nehmen. Dann haben wir mehr Kontrast. Also hätte ich jetzt gesagt. Ene mene mu und weg bist du. Wir sind ja in dem Husten. So. Yep. Oben hier noch. Hier. Und hier rüber. Machen wir dann noch dunkel. Hier noch mal drauf. Ein bisschen breiter. Eben wieder ein bisschen hoch. Der Seite noch runter. Normal bräuchte ich da etwas länger, aber ich will euch nicht stundenlang aufhalten. Wo ist jetzt die dritte? Da.
bisschen rein. Im Hintergrund hört er meine Hunde. Dann können wir nochmal das Helle nehmen. Hättet ihr jetzt gelb, ein bisschen pink, und da könntet ihr jetzt nochmal das in gelb dasselbe machen wie ich gerade. Gesundheit. Hier so entlang. Und hier runter. Mischen wir wieder. Und hier so wieder hoch. Blüten. Stempel. Mit dem Hellen wieder. Anderen Seite. Das ist dunkel noch mal. Da unten das schön bauchig kriegen. Entlang. Das Muschel. Noch ein bisschen, und dann könnt ihr mal schön schauen, das an der Seite, wir sehen durch das Licht. So. Kann man natürlich viel schöner noch machen, aber da bräuchte ich jetzt eine Stunde oder länger, und ich will nicht ganz so lang euch aufhalten. Noch mal schnell mit dem Gelb ein bisschen rein. So. Habt ihr drei Tulpen? Könnt ihr die Stängel noch machen? Aufräumen. Ich nehme deswegen lieber die Prisma. Ich finde die einfach angenehmer beim Malen, weil die viel weicher sind wie die Polychromos. Wenn du zum Beispiel so ein Papier jetzt nimmst wie jetzt, dann hast du, muss nur schauen, wo meine Grüntöne sind, dann hast du halt dann das Problem, dass hin und wieder das Papier auch aufkratzt. Rüberschieben.
könnte jetzt noch die Blätter machen. Und die Stängel. Ein bisschen nach oben gehen. Hier drin. Nach unten. Da war ja dann der Kreis. Da geht der Kreis wieder entlang. Jetzt ein helleres Grün noch nehmen. Das so ein bisschen vermischen wieder. Außen entlang. Nochmal, nehmen wir nochmal das Dunkle. Oben auch. Dann haben wir hier die Tulpe. Nur den Stängel. Jetzt direkt an der Tulpe, an der gelben, mit dem dunklen entlang gehen. Dann würde das helle ein bisschen mit reinmischen. Dann haben wir ja von der anderen Tulpe noch den Stängel, der hier runter geht, bis zum Blatt. Und dann haben wir das Blatt hier, bis da hoch geht. Hier wieder ein bisschen dicker alles. Nehmen da wieder das helle Grün. Dann geht er nochmal mit dem Dunklen. Hier ein bisschen dicker. Hoch. So, jetzt mal auf die Schnelle, dass ihr es sehen könnt, würde so jetzt ausschauen mit den Tulpen. Und dann könntet ihr mit einem dunklen Blau jetzt zum Beispiel als Rand hier den Kreis dann nachfahren. Und ich habe wirklich Problem hier mit dem Licht. Wieder hier entlang. Auf der anderen Seite wieder hoch.
hier wieder. Und dann geht es eben sozusagen an den Blumen noch entlang. Außen entlang. Runter. Hier wieder entlang. An dem Stängel runter. Hier an der Tulpe. Auch wieder runter. So ein bisschen rein. Und hier wieder. Unten und hier runter. So. Können wir da auch noch ein bisschen dunkler machen, ein bisschen Schatten haben. Und dann habt ihr sozusagen, bleibst du liegen, jetzt mal in nicht allzu langer Zeit eine schöne Karte auf braunem Cardstock gemacht. Das wollte ich jetzt mal zeigen. Jetzt habt ihr zwei Versionen gesehen von den Stencils. Die sind auch bei mir im Shop erhältlich. Ich bin ja umgezogen. Ihr findet mich jetzt unter www.estasbastelnews.de. Und ich finde den Shop besser, der ist übersichtlicher und ich hoffe, er gefällt euch auch. Es ist noch nicht alles drin, weil ich natürlich alles wieder neu einspeisen muss, aber ein paar Sachen sind drin, Stencils auf alle Fälle, Cats on Apple Trees ist drin und es folgen die nächsten Sachen, die nächsten Tage. Das wären jetzt sozusagen die zwei Beispiele gewesen. Dann wünsche ich euch wirklich einen schönen Abend für heute.